Einen wunderschönen Dienstagvormittag wünsche ich euch. Wir starten jetzt wieder ungefähr eine Minute früher, dass wir dann wieder schauen, ob es vom Ton her und alles passt. Wir haben heute die vierte und die letzte Runde jetzt einmal vorgesehen für unseren speziellen Erste-Hilfe-Kurs, den wir anbieten. Und ja, es freut mich auf jeden Fall, wenn der eine oder andere wieder mit dabei ist oder wieder ein neuer mit da ist. Unser heutiges Thema, wo wir auch mit der Abstimmung gemacht haben und ihr ausgesucht habt, sind die akuten Notfälle. Diejenigen, die jetzt schon vielleicht das eine oder andere Mal bei uns zugeschaut haben, werden vielleicht das Thema sagen, ah ja, das haben wir schon mal gehört, wo da mit drin ist in dieser ganzen Gruppe. Es ist einfach ein großes Paket, akute Notfälle, aber es sind vor allem sehr wichtige Themen, also nicht sich wundern, wenn er vielleicht sagen, ah, das Thema haben wir schon mal gehört. Ich sage, gewisse Themen kann man eh nicht oft nur hören. Und die wiederholen sich auch. Und ja, dann täten wir jetzt einmal losstarten. Ich fange jetzt einfach mal an bei der akuten Notfälle mit dem Krampfanfall. Krampfanfall ist, muss ich dazu sagen, einfach wenn man das einmal sieht, nicht schön zum Anschauen. Das einzige und ganz, ganz wichtige, aber was ihr tun könnt in der Situation, wenn ihr seht, dass Kind oder Erwachsener krampft, ist im ersten Ding ganz wichtig schon, dass das Kind oder der Erwachsene Platz hat. Heißt, wenn jetzt der am Boden liegt zum Beispiel, dann Tisch auf die Seite, dann Stuhl auf die Seite, irgendwelche Sachen, wo sich die Person anschlagen kann, einfach schauen, dass die Person Platz hat zum Krampfen. Und sonst bitte in der Situation überhaupt nichts machen, nicht versuchen, irgendwie zum Festhalten oder wie es früher auch erklärt worden ist, irgendwas im Mund hineinstecken. Bitte ja nichts machen bei der Person, einfach in Ruhe lassen und warten, bis sie fertig krampft hat. Man darf nicht vergessen, in so einer Situation hat eine Person sehr starke Kräfte und wenn jetzt ich da meine Finger zum Beispiel rein tun würde, dass sie sich ja nicht verschluckt, kann es wirklich sein, dass auch mal ein Finger abbissen wird oder sonst was. Also wirklich in der Situation nur schon, dass auf gehörig Platz machen und abwarten, bis der Krampfanfall um ist. Wenn der Krampfanfall um ist, dann bitte gleich mal eine Atmung kontrollieren. Ihr tut die Person ansprechen. Die wird ganz sicher müde sein. Also nicht wundern, dass sie dann nicht gleich Augen aufmacht und euch anschaut. Es ist sehr, sehr anstrengend, so ein Krampfanfall. Es werden oft alle Muskeln beansprucht und das macht wahnsinnig müde. Tut diejenigen am besten einfach denn in der Seitenlage, wenn sie ansprechbar ist, einfach in der Embryostellung, wie ihr es letztes Mal seht hier. Wenn sie nicht ansprechbar ist, ihr aber hörend das gut schnuffert, dann tut einfach die stabile Seitenlage. Es ist einfach, es geht darum, dass sich die Person nicht verschluckt mit der Zunge. Also darum wirklich schön auf die Seite legen, eventuell den Kopf vielleicht noch ein bisschen überstrecken, ganz wichtig dabei bleiben, eventuell zudecken und dann einfach auf die Rettung warten. Und wenn die Person mit euch spricht, dann könnt ihr auch fragen, ob es vielleicht auch eine bekannte Epilepsie oder etwas ist. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, bleibt da bitte dabei. Und beim Krampfanfall ist es so wichtig, dass sie da auf Privatsphäre von der Person achten, weil es kann einfach passieren, dass sie vielleicht den bisschen muss oder sich vielleicht auch einstuhlt. Es ist einfach, man hat das in der Situation nur unter Kontrolle. Die Muskeln tun einfach in dem Moment wirklich, was sie wollen. Darum sind auch wirklich die Zuckungen da. Also da wirklich auch ganz wichtig auf eine Privatsphäre bitte achten. Und was zum Krampfanfall natürlich genauso dazugehört, ist der Fieberkrampf. Das kennen vielleicht die ein oder andere Mamas, haben das schon miterleben müssen beim Kind. Beim Fieberkrampf ist es einfach so, dass das Fieber ganz schnell aufgeht. Das kann sein, dass da vielleicht dann schon ein bisschen Infekt da ist. Fieber ist ja oft ein Symptom für eine Erkrankung, aber es geht einfach schnell auf, das Fieber. Und wenn das schnell aufgeht und man kriegt es dann aber nicht mehr runter, kann es einfach auch genauso Muskelzuckungen geben wie beim Krampfanfall. Es kann auch unbemerkt einmal in der Nacht sein, dann kriegt man das auch gar nicht mit. Aber natürlich, wenn man das beobachtet, ist das nicht schön zum Anschauen. Aber auch in der Situation wichtig, schauen, dass das Kind einfach Platz hat, dass es natürlich auch nirgends rausfallen kann, gerade wenn es auf dem Bett liegt und in der Situation nichts machen.
Und nachher genauso bitte gleich das Kind aufnehmen. Schauen, ist da eine Atmung da? Tun es auch in stabile Seitenlage legen. Atmung natürlich bitte weiterhin immer kontrollieren und auch warten, auch da, bis natürlich Tretung da ist. Ganz wichtig, immer wieder an die Basismaßnahmen denken, sprich zum Beispiel ein Fenster aufmachen. Ganz wichtig, da beruhigen, dabei bleiben, eventuell zudecken. Und immer wieder wichtig, bitte, gerade wenn ihr sie in der stabilen Seitenlage habt, immer wieder die Atmung kontrollieren. Ja, also immer wieder anlegen, losen, das Hören, Sehen, Fühlen, eventuell auch angreifen, also dass ihr das immer wieder kontrollieren. Und diejenigen, wo öfters, und das wird natürlich auch im Krankenhaus dann abklärt, ganz klar, also so ein Kind mit dem Fieberkrampf kommt da mit ins Spital, um das mal abklären, bleibt da zur Beobachtung in der Nacht drinnen. Und Kinder, die das dann öfters haben, kriegen dann auch ein Medikament mit und da wird auch angeraten, dass man dann wirklich, wenn Temperaturanstieg ist, ein fiebersenkendes Medikament gibt. Aber das kann genauso nur einmalig so ein Fieberkrampf sein und dann tritt er nie wieder auf. Aber da wirklich ganz wichtig, schauen, dass er ruhig bleiben. Es ist natürlich nicht schön zum Anschauen, wenn es dem Kind nicht gut geht oder das zuckt. Aber nur wichtig, dass es sich einfach in dieser Situation nicht verletzt und danach ganz wichtig gleich die Atmung kontrollieren und auf Rettung warten. Und bei diesen Krämpfen, bei Kindern gibt es so die Affektkrämpfe, nennt man die, oder auch mal so Wutkrämpfe. Es gibt einfach Kinder, die können in der Wut innen, wenn sie irgendwas nicht kriegen, zum Beispiel die Luft anhalten. Das gibt es einfach. Das sind dann wirklich so Wutkrämpfe. Kann sein, dass sie dann wirklich blau anlaufen und auch mal kurz bewusstlos werden. Lohnt das, wenn ihr euch da nicht sicher fühlt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne abklären. Und einfach mal anschauen, ist da alles okay. Aber wie gesagt, für die Basismaßnahmen ist es genau das Gleiche, ob das ein Fieberkrampf ist, ob das ein Wutkrampf ist, ob das ein Krampfanfall ist oder ein epileptischer Anfall. Es ist immer dieselbe Vorgehensweise. Also wirklich in dem Moment, wo das Kind oder der Erwachsene oder Säugling krampft, wirklich nur schauen, dass es nicht weiter verletzt. Schauen, dass viel Platz da ist, dass es wirklich nicht von einem Bett oder so oder von der Couch runterfällt. Und in dieser Situation bitte einfach krampfen lassen, warten, bis der Krampf um ist. In der Zeit können eine Eleitretung rufen und danach einfach gleich Atmung kontrollieren. Wenn ihr sehen, jawohl, atmet gut, ist so wie da ansprechbar, tun es einfach in die Embryostellung, dass einfach sittlich liegt, eventuell der Kopf ein bisschen irgendwas unterlegen, falls das Kind erbrechen sollte oder was, dass es sich nicht nur zusätzlich verschluckt. Und wie gesagt, da wichtig dabei bleiben, eventuell zudecken und ein Fenster aufmachen. Okay, gut. Dann hätten wir bei einer akuten Notfall, was natürlich auch reinkommt, ich glaube, wir haben es eh schon mal besprochen, ist der Unterzucker. Unterzucker kommt relativ oft vor, es kennt wahrscheinlich auch jeder für sich selber, der Mann, es kann ganz schnell gehen. Es ist so ein schöner Tag wie heute, man hat immer was zum Tun, ist immer ein bisschen dran, vergisst dann vielleicht wirklich mal zum genug trinken. Zum was essen und oftmals merkt man, hoppala, jetzt ist mir nicht mehr gut, mir wird schwarz vor Augen. Das ist so der klassische Unterzucker. Da ist ganz wichtig, wenn ihr das merkt, gerade bei einem Kind natürlich auch merkt, gleich schauen, dass es sich am besten anlegt. Dass es sich anlegt und für so viel tut. Wir haben das letzte Mal besprochen, ein bisschen mit einer Lagerungsart. Führst du mir einfach auf, um das Blut wieder ein bisschen zurückbringen zum Körper. Weil das Blut sagt uns einfach im Fürsabe und durch das Auflagern tun wir einfach wieder das Blut ein bisschen zurück. Da schauen, dass wir wirklich fürs Auflagern, wie wir das gerade machen, ob ihr einen Stuhl habt, ob ihr einen Rucksack nehmt, ob ihr so ihr euch anknüllen und die Füße auf eure Schenkel legen, ist ganz egal. Nur schauen, dass die Füße ein bisschen aufgelagert sind und eventuell schauen, entweder, dass das Kind was trinkt. Das würde ich aber, wenn es geht, bitte noch im Sitzen machen, dass es einfach nicht verschluckt. Oder irgendwas Zuckerhaltiges, nur ich sage immer bitte mit Vorsicht, lieber irgendwas Süßes zum Trinken, wie ein Holdersaft oder ein Limo.
immer vorsichtig bitte mit irgendwas Festem, also irgendeiner Nahrung. Gebt Obacht, wenn das ihr meint, es vielleicht gut, dass es irgendein Böllele oder so hier, weil es kann einfach sein, dass das Kind bewusstlos wird und dann haben wir wirklich das Problem, dass sich das noch verschlucken kann ohne. Also lieber schauen, dass er da irgendwas Flüssiges gibt, irgendein schneller Zucker, wenn es ein Löffel Honig ist, irgendwas, was schneller mal Zucker gibt, dass wir einfach den Zuckerhaushalt wieder ein bisschen aufbäppeln. Und wenn er dann merkt, dem Kind geht es immer noch nicht gut, legen es an, für Suppe lagern und einfach dabei bleiben. Wie gesagt, dort kann denken, oh, wenn es warm ist, draußen, jemand, wo es vom Kreislauf her nicht gut geht, dem kann wirklich kalt sein, der kann wippeln, also Fröstler für die Nicht-Vorarlberger. Und ja, wichtig, ich sage immer das Allerwichtigste, reden mit den Leuten. Solange sie mit euch reden, ist das ein Riesenvorteil und niemand kann so gut sagen, wie so einem Gott, wie die Person selber. Solange es geht, fragen wirklich, liegst du bequem, ist dir kalt, ist dir warm, möchtest du was trinken, ist das schlecht? Also da könnt ihr wirklich, so gut es geht, dass ihr einfach ein bisschen gegenwirken könnt und es ein bisschen besser geht damit. Und beim Unterzucker gehört vielleicht ohne der Diabetes dazu. Da ist einfach wichtig, die Diabetiker selber wissen eigentlich sowieso recht gut, wenn sie was essen müssen, wenn nicht, und die haben auch ihre Medikamente da dabei. Also das, sage ich immer, die wissen das sowieso relativ gut, die haben ihr Medikament da dabei und sonst können die ja dann fragen, du, woher hast du das und geben das vielleicht der Person, wenn sie einfach sieht, sie sollte sich das jetzt vielleicht spritzen oder etwas. Diabetes ist natürlich ein recht großes Thema. Also da möchte ich nicht tief hineingehen, da gibt es einfach nur die Unterscheidung, dass man das von Kindern wegkriegt oder natürlich als Erwachsener. Aber da würde jetzt Diabetes den Rahmen sprengen, aber wie gesagt, auch da rein von der Maßnahme ist es das ganz egal, ob das ein Diabetiker ist, wo ein Unterzucker kommt oder ob das einfach jemand ist, ob das ein Kind ist, ein Erwachsener, der einfach sagt, du, ich habe jetzt den ganzen Tag wirklich viel zu wenig getrunken, viel zu wenig gegessen, jetzt mir einfach, es wird mir trümmelig, es wird mir schlecht, mir wird so zittrig und so schwach. Ist für uns ganz, ganz egal wie. Also da auf jeden Fall gleich schon einmal ansitzen. Im ersten Ding irgendwas Zuckerhaltiges hier, solange es natürlich noch gut geht. Und wenn ihr wirklich merkt, vom Kreislauf, es wird schlecht, sofort anlegen für Suppe. Das ist wirklich so schon klar, warum nennt man das mal. Okay. Denn, also ich habe jetzt auch wirklich viele Themen kommen da rein beim akuten Notfall. Wenn Fragen sind, ihr wisst es eh, bitte jederzeit reinschreiben oder sagen, du kannst mir das nochmal erklären. Mache ich natürlich ganz, ganz gerne. Sandra sieht es zum Glück ganz gut, was da im Chat ist. Wenn da Fragen sind, dann liest sie mir das gleich vor. Okay, dann haben wir ein sehr wichtiges Thema, das ist Asthma. Ich sage immer, alles, was mit Atemnot zu tun hat, wo natürlich auch Asthma reinkommt, ist ein ganz sensibles Thema, weil es da sehr auf den Ersthelfer drauf ankommt. Da ist es wichtig, ganz, ganz ruhig zu bleiben. Weil Atemnot, man darf nicht vergessen, das Kind, ich nehme es jetzt einfach mal als Kind her, merkt ja selber, da stimmt irgendwas nicht. Ich kriege schlecht Luft und durch das, man kriegt Wahnsinnsängste. Jeder, wo sich vielleicht schon mal stark verschluckt hat oder wo schlecht Luft kriegt hat, weiß, was ich damit meine. Wenn man wirklich mal nach Luft trinkt und merkt, da geht irgendwas nicht. Das können wirklich dann bis zu Todesängsten werden. Und darum nochmal ganz wichtig, dass ihr als Ersthelfer gefragt, ganz, ganz ruhig bleiben. Wenn das um eine Atemnot geht, egal in welche Richtung, versuchen, da zum ruhig bleiben. Weil wenn wir als Gegenüber dann noch panisch werden, ist das natürlich für die Person, die so oder so schon schlecht Luft kriegt, ganz, ganz schlimm. Und beim Asthma, also die Asthmatiker, die es natürlich kennen, wo das öfters haben, die haben mit der Zeit natürlich auch ihren Spray dabei, wo sie auch nehmen, wo sie auch merken, dann nehmen sie im Akutfall nicht sowieso, aber wenn es davor auch schon ist, dann ist das eine klare Absprache mit dem Arzt, wenn sie dann zum Inhalieren haben und haben den auch dabei, hoffentlich. Aber sie nehmen ihn brav mit. Für diejenigen, die das erste Mal einen Asthmaanfall haben,
ist das natürlich eine ganz bedrohliche Situation. Ausgelöst kann ein Asthmaanfall werden, zum Beispiel durch eine Allergie. Bei Kindern sehr oft durch Stress. Gerade wenn es zu ihr geht, auf eine Schularbeit, kann es wirklich einen Asthmaanfall auslösen. Und das fängt dann wirklich an, dass sie schlecht Luft kriegen und wirklich merken, ich kann einfach nicht mehr gut schnaufen. Es hängt mit vielen Sachen zusammen. Die Schleimproduktion wird einfach mehr. Die Bronchienmuskeln, die verengen sich einfach. Und durch das ist einfach, kriegen sie immer schlechte Luft. Und wenn man den Anfall, so einen Asthmaanfall erstmalig hat, darum sage ich, sind ihr wirklich als Ersthelfer gefragt, dass er sie unterstützend, zum einfach von der Atmung her wieder, dass es ein bisschen besser wird. Asthmatiker selber, schweife ich nochmal kurz zu den Asthmatikern, die gehen da wirklich wie in einer, das heißt da in einer Atemschule, da lernen sie wirklich das richtige Atmen, wenn sie gerade wieder in so eine Akutsituation reinkommen. Und die lernen da so eine sogenannte Lippenbremse, heißt das. Das ist einfach, ich hoffe, man sieht das gut zusammen. Ich könnte mir das wirklich vorstellen, dass man wirklich die Lippen so zusammen tut. Durch das, dass sie einfach auch wieder das Ausatmen ruhig machen. Aber wenn jetzt ihr erstmalig zu einem Asthmaanfall dazukommt, können denen wirklich ganz, ganz viele gute Tipps geben. Denken dran, eine Basismaßnahme ist sofort ein Fenster aufmachen. Es geht da auch natürlich viel ums Psychische. Und wenn ich einfach merke, oh, da kommt eine frische Luft rein, ist das auch für mich natürlich schon viel wert. Denn schauen, dass er alles, was beengend ist, um den Hals, dass er alles aufmacht. Oder wenn es vielleicht die Hose eng ist, dass er wirklich da einfach schon alles, was es erleichtert, aufmachen. Dann gibt es einmal die Möglichkeit, dass er wirklich sagen zu einer, tun wir da mal fest, zum Beispiel am Stuhl aufstützen. Dass sie wirklich mit der Hand am Stuhl sich aufstützen, sich gerade aufrichten. Durch das ist einfach, man sieht so schön, die Atemhilfsmuskulatur kann ich durch das aufmachen. Dass ich wirklich sage, ich stütze mich da so ab oder unter am Stuhl. Einfach alles, dass ich nicht so da hoch, sondern dass ich wirklich aufmache und durch das geht mir einfach das I- und Ausatmen besser. Oder man kann es auch bei Asthmatikern beobachten, die das einfach schon kennen und wissen, wie damit umgehen. Die stützen sich auch wirklich gern, Sandra, du siehst mal, wenn man mich nicht mehr sieht, die stützen sich auch wirklich so an einen Tisch, an ein Waschbecken, egal an was ane, ist genau dasselbe Prinzip. Ich versuche da wieder mehr aufmachen, einfach zu meiner Atemhilfsmuskulatur aufmachen. Und die stützen sich wirklich dann so ane und können so besser ein- und ausschnaufen. Und ihr könnt auch sagen, entweder so gut anstützen oder wenn sie sagen, du, ich kann nicht so gut stehen, dann sollen sie sich so auf den Stuhl sitzen. Einfach, dass sie besser ein- und ausschnaufen können. Und wie gesagt, also Asthmatiker, wo das bekannt ist, die haben auch ihren Spray dabei und die nehmen gerne den auch. Aber klar, irgendwann fängt das erste Mal mit einem Asthmaanfall auch an. Und wenn ihr jetzt einfach erstmalig zu einem Asthmaanfall dazukommt, dann sind das ganz, ganz wertvolle Tipps. Und dadurch könnt ihr einem einfach helfen, besser zum Schnaufen. Und ganz wichtig, versuchen auch immer, ich sage immer, bei allem, was mit Atemnot zu tun hat, probieren mit einer Mitschnufer. Dass er wirklich sagt, langsam einschnufer, langsam ausschnufer. Es geht da ganz viel natürlich ums Psychische, schon dass Fenster offen sind, dass da nichts engt. Gerade jetzt, keine Ahnung, wenn ein Schal oder so dort ist. Alles, was sie natürlich auch merken, das beengt mich. Alles so Sachen einfach weg tun. Und dann natürlich bitte ins Spital gehen, das abklären, weil das geht ja nur um einen Arzt und das wird dann natürlich Lungenfachärztlich auch weiter abklärt. Ja? Aber wie ihr seht, es kommt auch gern bei Kindern wirklich auch in einem Stress vor. Stress, Allergie, also da gibt es viele Möglichkeiten, wo es einen Asthmaanfall auslösen kann. Okay. Dann hätten wir als nächstes Thema der Kollaps. Den haben wir schon mal so kurz angeschnitten. Wiederhole ich aber ganz gern nochmal, also beim Kollaps gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Manche sagen dann Ohnmachtsanfall, Kollaps, mir wird schwarz vor Augen, ist alles dasselbe. Das ist einfach eine kurze Bewusstlosigkeit.
wo ich auch wie beim Unterzug kann es genauso aus dem Grund raus passieren, dass ich einfach merke, mir wird so komisch von oben, mir wird so schwarz von oben, mir ist einfach komisch. Ich fühle mich heute so zittrig, ich fühle mich heute so schwach. Und aus dem Grund brauchen die einfach mal zusammen und sacken wirklich so in sich zusammen. Und da ist es einfach wichtig, wenn das jemand einmal zu euch sieht, du bist so komisch, schon bitte sofort, dass er die Person eine sitzen oder am besten eine liegen. Weil wenn sie das noch sagen kann, dann müsst ihr da wirklich ganz schnell handeln, weil es geht innerhalb von einer Sekunde auf die andere. Ich sage immer, das ist dann wie so ein Lichtschalter und dann wird einer wirklich schwarz vor Augen. Und dann fallen die wie ein Stuhl am Boden und können sich wirklich noch schwer verletzen am Kopf oder wo sie halt aufschlagen. Und die fallen wirklich wie so ein Sack den Abe. Und da ist wirklich wichtig, wenn das jemand zu euch sieht, schon, dass ihr dann geschwind anlegend, ansetzend und dort wieder die Basismaßnahmen, ihr seht, das wiederholt sich zum Glück auch immer wieder ganz toll, anlegen am besten, Fürsuche, einfach, dass das Blut wieder schön zurück kann im Kreislauf. Da ist so wichtig, bitte bleiben dabei. Zudecken eventuell, ein Fenster aufmachen. Und natürlich dann auch schon, wenn ihr das vielleicht beobachtet habt, zum Nachher wirklich schon, okay, hat sich die Person vielleicht wirklich noch am Kopf zusätzlich verletzt? Oder ist sie, was weiß ich, mit der Hand in eine Scherbe hineingefallen? Oder wie auch immer, dass also wirklich noch auf zusätzliche Verletzungen achten. Aber wie gesagt, Kollaps ist immer so ein Überbegriff, das kann wirklich sein. Vorhin hat man gesehen, einen Ohnmachtsanfall, schwarz vor Augen, das Blut im Fürst, habe ich gesagt, aber wie gesagt, kann genauso vom Unterzug herkommen. Aber es sind immer die gleichen Basismaßnahmen. Also wirklich anlegen, Fürsuche, wichtig bitte dabei bleiben und Zusammenvertretung am Ofen. Okay, und ganz wichtig, vielleicht auch beim Kollaps, man vergisst es gern, gerade das Kind in einem Wachstumsschub kann es recht schnell passieren. Weil da muss sich natürlich auch der Körper immer wieder an die neue Größe gewöhnen. Und das hängt dann gerne auch mit dem Blutdruck zusammen. Also Kinder so in einem Wachstumsschub kann wirklich so ein Kollaps dann auch einfach mal schnell vorkommen. Also ist auch nichts Schlimmes, aber wie gesagt, so im Wachstumsschub drin passiert das dann schon gerne mal. Wenn ich jetzt gerade so aussehe schon heute, haben wir ein wunderschönes Wetter. Und da fällt es natürlich jetzt auch gern wieder so ein bisschen an mit Sonnenstich, dass man vielleicht auch ein bisschen mal vergisst, ob es ist, natürlich viel, viel trinken, in Schatten gehen, Kapper, ganz, ganz wichtig, also ich lege das ganz der Älteren wirklich ans Herz, schon bitte, dass die Kinder jetzt ein Kapper fest ein, also so ein Schildkäpple, gerade jetzt, wenn es wirklich warm wird, im Mittagssitz bitte sowieso, weil das Problem ist einfach, der Kopf ist ja nicht so gut geschützt oder gerade Kinder, die vielleicht noch nicht viel Haar haben. Da wirklich drauf achten, der Kopf ist wirklich noch sehr, sehr empfindlich. Mittagssitze ist auch eigentlich für uns Erwachsene nichts. Also da wirklich drauf achten, dass immer ein guter Sonnenschutz da ist. Natürlich Eye-Creme nicht vergessen. Und wenn ihr denn da einmal merkt, gerade so Sonnenstich, es gibt ja dann den bekannten Sonnenstich, wenn ihr dann so merkt, irgendwie, es fängt dann auch gern mit Kopfweh, es kann Übelkeit dazukommen, natürlich ein rotes Gesicht dazukommen, aber wirklich schon, wenn ihr das feststellt, das allererste ist sofort in Schatten, ganz wichtig. Schon, dass ihr das kühlt, aber bitte nicht das ganze Kind kühlen, sondern langsam. Also lieber zuerst einmal nur feuchte Handtücher, von mir aus ein bisschen an die Hände an, an die Füße an, ein bisschen das Gesicht oder gut ist auch immer der Nacken. Also bitte nicht das Kind, morgen mal morgens gut, dann tut es eine Schwimmbad rein, es kann ihm wirklich in einen Schock kommen. Also immer langsam kühlen. Und schauen, dass es dann viel trinkt. Oft ist das einfach das Problem, man schwitzt natürlich viel im Sommer und man vergisst es dann wirklich, dass man das natürlich, was man geschwitzt hat, auch wieder auffüllen muss. Also darauf achten, dass die Kinder wirklich viel trinken. Und immer wieder die Wasserflasche von mir anstehen und sagen, jetzt nehmen wir noch einen Schluck. Und wenn ihr wirklich merkt, nur das Kind wird da richtig müde und wird rot im Gesicht und sieht vielleicht, du mir ist nicht so gut, sofort bitte in den Schatten durch, viel, viel trinken und langsam runterkühlen. Ja? Weil es kann dann wirklich sein, dass das dann einen Sonnenstich hat, also das so beobachten daheim. Und wenn das Kind anfangen soll, zum Beispiel brechen in der Nacht, dann ist das auf jeden Fall ein Sonnenstich. Also das gehört dann bitte auch im Spital einmal angeschaut.
Gell? Und darum wirklich, da können wir schon gut im Vorfeld ein gegenwirken, schauen, dass es ein Käppli anhört und wenn möglich bitte mit der Sonne sowieso meiden zu müssen. Und natürlich fest eincremen, klar. Gut. Jetzt ein großes Thema natürlich nochmal bei der akuten Notfälle wäre es Verschlucken. Also ich möchte es eigentlich schon ganz gerne nochmal vorzeigen, weil ich sage einfach, das Verschlucken ist eigentlich das Hauptthema bei Kindernotfällen. Weil einfach klar, Säuglinge sowieso alles im Mund nehmen, alles versuchen mit dem Mund. Sie kennen sie einfach noch nicht und darum nehmen natürlich Kinder alles im Mund. Und da kann es einfach mal schnell passieren, dass man sich verschluckt. Also ich würde das eigentlich sehr gerne noch vorzeigen. Wir können das aber auch am Schluss auch nicht tun, dass wir jetzt einfach noch die anderen Themen durchbesprechen und wirklich so, wo ich finde, die richtig wichtigen Themen, was so öfters einmal passieren kann, dass wir da einfach nochmal sattelfest ist, dann an der Puppe wiederholen. Sandra, du erinnerst mich dran. ihr seht, wenn ich ab und zu umblätter, also ich habe noch meine erste Hilfefibel dabei, wo es immer den Kurs gibt. Ich habe es einfach so als Spickzettel dabei, dass ich wirklich auch kein Thema da jetzt vergiss. Und ich habe jetzt da das Thema Spielzeug. Spielzeug, da machen wir jetzt einfach das große Thema Unfallverhütung. Ich sage der Kurs immer, das ist eine individuelle Entscheidung. Die anderen Mamas tun zum Beispiel überall so eine Ecke. Es gibt noch eine Frage, und zwar, ob Stürze vom Wickeltisch oft passieren. Ja, kommen wir zuerst zu dem, das passt auch gut. Passieren leider relativ oft, und zwar einfach aus dem Grund, Säuglinge machen einfach einen ganz schnellen Entwicklungsschub. Und es ist wirklich zum Beobachten, der Moment, wo man eine Windel wegtut, ist es sowieso, da haben sie, glaube ich, das Gefühl, Freiheit. Also da wirklich ist der allerbeste Tipp, wo ich euch mitgeben kann, vor allem, klar, ganz frisch neugeboren ist, ist das noch nicht das Thema, aber wenn sie einfach ein paar Monate alt sind, gehen auf Nummer sicher und dann lieber am Boden wickeln. Ihr seid einfach auf der sicheren Seite. Sie drehen sich so schnell um, da kann man niemand wirklich einen Vorwurf machen. Das sind Bruchteile von Sekunden, das kann wirklich nur sein, dass ich mir mal runterbücke, zum Creme holen, wo mir runtergefallen ist. Und die drehen sich so schnell um, dass es wirklich ab einem gewissen Alter Sinn macht, dass man sich alles richtet, was man braucht, für Häse, über Windele, Creme, alles was sie brauchen, und wickeln das Kind dann wirklich am Boden. Und was sonst auch noch eine ganz gute Alternative ist, wenn man einfach sieht, ich habe jetzt aber einen Wickeltisch oder Wickelkommode, dass er wirklich schon, dass das eigentlich die drei Rämle rundum hat. Also nur der Teil, wo ihr vorne steht, ist eigentlich die Abgrenzung, und sonst sind überall Erhöhungen. Das ist einfach für das Kind unmöglich, möchte ich jetzt nicht sagen, aber einfach sehr erschwert ist, dass sich es überhaupt denn umdrehen kann und rausfallen kann. Also dass es wirklich wie so ein Rahmen rundum ist und vorne steht ihr. Dass es einfach gut eingrenzt ist, dass es sich nicht so rausdrehen kann und am Ende rausfallen. Aber leider kommt es schon oft vor. Ja. Und darum wirklich, zum auf Nummer sicher gehen, ab dem Moment, wo ihr merkt, halt, das fängt jetzt an, einfach mobiler werden, mit Kopflupfer sich versuchen umdrehen, wickeln lieber am Boden. Deckel am Boden, alles mit Abinier, sind einfach auf der sicheren Seite, dass nichts passiert. Sollte es einmal passieren, dann gehört es bitte auf jeden Fall angeschaut. Und am besten ist dann helfen eine Rettung. Das Thema ist einfach das, man weiß nicht, was wirklich passiert ist. Man darf die Relation nicht vergessen von der Höhe von so einem Wickeltisch, zum Beispiel von der Höhe zu einem Säugling. Das ist natürlich schon eine Riesenhöhe. Wenn man das jetzt als Erwachsener auf uns sieht, das ist einfach das Doppelte für unsere Körpergröße. Mindestens, wenn nicht mehr. Also der Sturz ist schon nicht ohne die Höhe. Also wenn es ist, dann bitte gleich die Rettung anrufen, weil es kann natürlich sein, es ist gar nichts bei dem Säugling, es kann genauso sein, dass das irgendeine Schädigung ist, dass eine Prellung ist, egal was. Es kann dem Kind innerhalb von 10 Minuten vielleicht auch wirklich schlecht gehen, dass das anfängt zu brechen oder was weiß ich was, oder vielleicht auch mal ein bisschen eintrüben. Und da ist es einfach das, wenn ihr das selber anfahren im Maxikosi,
ihr könnt nicht die ganze Zeit hinten schauen und kriegt das am Ende nicht mit. Und am Ende macht ihr dann noch einen Unfall oder was. Also das steht wirklich nicht dafür. Wenn das Kind abgefallen ist, rufen bitte gleich eine Rettung an. Ganz wichtig, bleiben bitte bei dem Baby, heben das Babyle und warten dann einfach, bis die Rettung kommt. Ja, und so wie gesagt, ab einem gewissen Alter ist das Allerbeste einfach am Boden wickeln. Okay. Gut, dann komme ich aber nochmal zu meiner Unfallverhütung zurück. Also, das ist für mich ein Thema, wo ich immer sage, da kann ich gar keine Vorgabe geben, weil es ist natürlich auch jeder, der eine ist vielleicht ängstlicher, der andere sieht, müssen Kinder einfach mal versuchen. Wie gesagt, manche tun bei jedem Eck am Tisch so einen Eckschutz an, Steckdosenschutz, da gibt es ja wirklich eine riesen Palette. Was ich aber eigentlich in jedem Kinderkurs gern sage, das Land Vorarlberg, oder besser gesagt, da gibt es ja das sichere Vorarlberg, gibt es ganz, ganz tolle Folder oder Prospekte, wo euch selber anfordern können. Und die nehme ich eigentlich wirklich gern im Kurs her und lege das auch auf, dass sich jeder das einfach mitnehmen kann. Einfach noch ein paar Ideen holen kann oder sagen, okay, doch, das passt für mich ganz gut. Das ist einfach wirklich ganz ein tolles Heftchen, zum einmal für sich selber durchschauen. Weil ich finde auch, der eine sieht, ich möchte es machen, der andere nicht. Ich für mich habe das eigentlich immer gern dabei. So würde ich so mal, da ist auch das zum Beispiel. Sandra, du siehst mal, wenn es passt. Nein. So gut. Also das ist jetzt zum Beispiel ohne so ein kleiner Prospekt, wo man sich dann, was weiß ich, beim Kühlschrank oder was weiß ich, wo anhängt, das sind halt die Notrufnummern da oben und genauso gibt es auch vom sicher Vorarlberg so ein Prospektle. Was natürlich ganz wichtiges Thema ist und das haben sie auch drin, ist natürlich Verhütung, gerade jetzt, wenn es losgeht mit Schwimmteich, Pool. Wie sichere ich das gerade daheim ab? Weil die meisten Unfälle passieren einfach daheim. Das muss man jetzt einfach mal sagen, ein Riesenanteil passiert nur daheim an Unfällen. Und ich finde, da kann man sich jetzt ganz gute Tipps und Infos holen, wie man einfach auch viel, viel Sachen verhüten kann und entgegenwirken kann. Also wie gesagt, das ist jetzt ein Thema, das tue ich eigentlich gerne nur kurz besprechen, weil ich auch sage, das soll und darf und muss auch jeder für sich selber entscheiden, inwieweit er Verhütung macht, in dem Sinn Unfallverhütung. Und wie gesagt, das ist so eine ganz gute Idee, dass man da beim sicheren Vorarlberg sich das so einfach mal anfordern kann, das Prospekt. Dass er wirklich in jede Art, wie man sich da schützen kann. Also wie gesagt, nur ganz wichtig von mir gesehen, schon da, gerade wenn jemand am Pool jetzt da haben hat, einen Schwimmteich da haben hat, einfach das sind ganz wichtige Unfallverhütungen, auf was man achten sollte. Gerne. Die Frage gibt es, ob es Ersticken und Verschlucken, ob man das schon gemacht hat, aber du hast ja gesagt, dass wir das am Schluss noch einmal anschauen. Mache ich ganz gerne am Schluss, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und das würde ich auch gerne noch einmal sagen. Sandra, erinnere mich bitte sonst. Als nächstes hätte ich das Thema Vergiftung. Ich weiß, das haben wir auch schon mal besprochen. Ich schneide das Thema jetzt auch noch einmal ganz kurz an. Nochmal daran denken, Säuglinge und Kinder probieren alles. Es sind einfach Kinder und Kinder probieren. Und darum wirklich, gerade bei Medikamenten, gebt bitte Obacht, dass so Sachen absolut unzugänglich sind für Kinder. Ja, man darf nicht vergessen, die haben verschiedene Farben, sie wissen es ja einfach nicht. Oder was weiß ich, selber brennt der Schnaps. Aschenbecher, lauter so Sachen, bitte schon, dass so Sachen, gerade jetzt mit dem Schnaps, dass das in der Originalflasche bleibt und dass so Sachen einfach für Kinder nicht zugänglich sind. Zum Beispiel jetzt bei Pflanzen finde ich, man kann Kinder auch sehr gut aufklären und auch gewisse Sachen erklären. Also ich finde, man darf Kinder nicht unterschätzen, sie machen und verstehen da sehr viel und immer nur sagen, na, finde ich, ist auch nicht der richtige Weg. Versuchen dort die Kinder immer wirklich zum Aufklären und sagen, okay, gewisse Pflanzen dürfen wir nicht essen, die sind halt nicht für uns, es gibt Bauchweh. Also ich denke mal, man kann da auch sehr viel mit den Kindern reden
Und ja, nicht unterschätzen, also Kinder verstehen das sehr viel. Und wenn die so verstehen, ich finde, das ist auch wichtig, oder? Dass man sie da mit einnimmt und nicht immer nur Verbote ausspricht, sondern sie eigentlich da schon sehr stärkt in dem und eher noch ein Selbstbewusstsein mit dem mitgibt. Aber ganz egal, wenn das einmal sie sieht, ob das ein Medikament ist, ob das vielleicht auch ein Schnaps ist, ob das Zigarettenstummel sind, irgendeine Pflanze, egal was, haben die Möglichkeit, einmal Vergiftungsinformationszentrale zum Anrufen. Ich kann euch, oder gebe euch jetzt gerne die Nummer durch, wir können das auch gerne, wenn wir fertig sind, dann im Chat nochmal reinschreiben, separat die Nummer. Ich sage euch immer, macht absolut Sinn, dass man die im Handy einspeichert. Das wäre die 01 406 4343. Das ist die Vergiftungsinformationszentrale. Da könnt ihr einfach mal anrufen und sagen, du, mein Kind hat jetzt keine Ahnung, zwei Aspirin geschluckt, was soll ich machen? Sie also sind auch wirklich nur Fachpersonen an diesen Leitungen. Und sie werden euch dann ganz klar sagen, okay, bitte sofort im Spital anschauen lassen. Oder das reicht, wenn man das jetzt doch einmal kontrolliert und vielleicht die Tage zum Hausarzt geht. Also sie sagen euch ganz klar, was ihr machen sollen. Und nochmal zur Erinnerung, also Vergiftungsinformationszentrale ersetzt euch aber nicht den Notruf. Das heißt, wenn sie zu euch sagen, bitte rufen gleich eine Rettung an, dann müsst ihr die selber noch separat anrufen. Und wenn ihr die Sache hättet bei der Hand, was jetzt das Kind eingenommen hat, dann nehmt das bitte noch zusätzlich mit ins Spital. Und ihr könnt ihr sagen, du, wir haben bei der Vergiftungsinformationszentrale angerufen und die haben gesagt, wir sollen das sofort abklären lassen. Dass ihr wirklich sagen, du, mein Kind, der hat, was er sich Aspirin genommen, ich glaube zwei, es können aber auch vier sein. Also, dass ihr einfach ein bisschen in einer Richtung vorgebend, was es genau hat, wenn man es halt gerade weiß. Okay? Und ja, also wie gesagt, das ist eine ganz wichtige Nummer, die blenden wir euch gerne nochmal ein oder schicken es euch noch. Aber einfach zum dran denken, Kinder versuchen halt alles und sie versuchen das halt mit dem Mund. Und gerade umso kleiner, umso größer ist die Gefahr einfach da. So, gut. Wenn wir Fragen sind? Nicht, okay. Denn, was mir natürlich ohne einfällt, klar, schönes Wetter kommt es natürlich auch in den Sinn. Da isst man Eisle, es gibt eine Limonade für Kinder. Und dann kann es natürlich auch mal passieren, dass zum Beispiel eine Biene oder eine Wespe, wir kennen das alle, zum Beispiel in so einen Becher reinfällt. In so einen Trinkbecher, wo jetzt zum Beispiel ein Saft drin ist oder Limo. Und wenn es jetzt natürlich ganz, ganz doof läuft und das Kind trinkt da raus, weil wir das nicht gesehen haben, wird ganz sicher die Wespe oder Biene stärker. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, und das müssen wir wirklich machen, gerade wenn es irgendwo in den Halsbereich sticht, dass ihr bitte gleich versuchen, von außen kühlen. Erstens tut der Stich natürlich weh, aber wir müssen schauen, dass da ja nichts anfängt, wahnsinnig anschwellen. Und nochmal, beim Kind ist das sowieso einfach nur ein bisschen mit mehr Vorsicht zum Sehen, weil natürlich alles noch viel kleiner und viel enger ist. Also da wirklich schauen, wenn das Kind noch das ausspuckt, es kann natürlich gut sein, dass die Wespe noch mit ausspuckt, weil das natürlich merkt, das hat mir gestochen ist, was im Mund, ob das denn Zunge ist oder irgendwo da in der Backe innen sieht, sofort kühlen, ganz, ganz wichtig, dass er von außen kühlen, sprich, Geschirr durch, Hand durch, Wurst, was über der Hand hat, T-Shirt nass machen und wirklich gehörig gleich rundum. Und ihr habt auch noch die Möglichkeit, von außen her zum Kühlen. Es steht zwar in der Fibel drin, zum Beispiel Eiswürfel zum Lutschen hier. Nochmal, ich bin bei so Sachen immer ganz, ganz vorsichtig. Lieber gebe ich kaltes Wasser zum Trinken oder irgendein Schleckeisle, also irgendwas, was flüssig ist. Weil wenn es sich am Eiswürfel verschluckt, dauert das natürlich auch wieder Zeit, bis der Eiswürfel kleiner wird. Also da wirklich schauen, dass nicht nur eine zusätzliche Gefahr da ist, wenn man dem Kind natürlich irgendwas im Mund gibt. Und da müsst ihr dann halt einfach schauen, es gibt halt die zwei Unterscheidungen, jetzt so eine klassische allergische Reaktion, kennen wir alle, ob das einmal ist, man ist gegen irgendeinen Böscher oder Tierhoch oder so allergisch, kann das sein, dass einfach nur eine Rötung entsteht oder irgendwo ein Juckreiz entsteht, das schwillt auch von selber alles wieder ab. Und dann gibt es
leider auch die Situation mit einem anaphylaktischen Schock, habt ihr bestimmt auch schon gehört, das ist eigentlich die schlimmste Form von einer allergischen Reaktion. Allergische Reaktion, okay, ich sehe es, es ist eine Rötung da, es ist ein Juckreiz da, geht aber von selber wieder weg. Anaphylaktischer Schock oder Reaktion ist dann wirklich eine Notfallsituation. Wenn wir jetzt da einen Wespenstich hernehmen, dann geht es innerhalb von kürzester Zeit, dass alles anschwillt. Und das heißt wirklich natürlich, gerade im Mund, wenn es gestochen hat, schwillt mir der Hals, es schwillt alles an. Das heißt, das Kind kriegt ganz schnell eine Atemnot. Also das bitte wirklich dann lieber gleich ins Spital anschauen, weil das geht innerhalb von 5 bis 10 Minuten, kann das komplett zugehen, da kann das Gesicht anschwellen, alles. Und auch wenn das sie sollte, machen trotzdem weiter, kühler, kühler, kühler. Ganz wichtig, dass er von außen kühlend und wie ihr seht hier, alles was mit Atemnot zu tun hat, bewahren bitte Ruhe. Ganz wichtig, es ist klar, dass das immer leicht gesehen ist, was sie mit Ruhe bewahren, aber das ist das, wo ihr der Person oder dem Kind am meisten helfen, wenn ihr wirklich sagt, die Rettung ist unterwegs. Wir tun jetzt langsam miteinander schnaufen. Wir kühlen das fest von außen. Also, wie gesagt, von den Massnahmen ist es die gleiche, ob das eine allergische Reaktion ist oder eine anaphylaktische Reaktion oder Schock. Ihr tun auf jeden Fall gleich kühlen von außen. Wenn es noch geht, was Kühles zum Trinken geben. Aber da wichtig, bitte ruhig bleiben. Ja? Und natürlich, wenn das ein Allergiker ist, gerade zum Wespenstich, muss man halt wirklich dann fragen, ob er vielleicht auch sein Medikament dabei hat. Die haben ja meistens so ein Pen dabei. Aber wie gesagt, ganz, ganz vorsichtig bitte, ob ihr das gern oder nicht. Ja, das ist eine rechtliche Sache. Aber ihr könnt die Person unterstützen. Ihr könnt sie auch fragen, woher hast du den Stift? Und er hat das vielleicht auch noch in die Hand gegeben. Die können das ja selber bestens. Okay? Aber da wirklich wichtig, bitte, dass er Ruhe bewahren. Weil alles, was mit Atemnot zu tun hat, die haben wirklich Panik, die haben Todesängste. Und da einfach von außen ganz viel kühler, dass es nicht noch mehr anschwillen kann. Das ist da ganz wichtig. Gut, okay, jetzt würde ich mal sagen, machen wir vielleicht ganz das, dass wir das ja nicht vergessen mit dem Verschlucken nochmal. Und dann müsst ihr dann eh schauen, was uns noch fehlt. Denn wer so ein Thema noch mit der starken Blutung, das können wir so dann nochmal gerne wiederholen. Das ist noch so ein größeres Thema. Aber wichtig finde ich einfach das Verschlucken. Sitze ich mir da her, Sandra sieht, ob das so passt. Nicht gut, so ein kleiner Gott. Ich sehe es mir jetzt bewusst an, weil ich es euch zuerst mit dem Säugling zeigen möchte. Also wenn jetzt ihr merkt, zum Beispiel, das Baby fängt da wirklich fest hurscht im Hochstuhl drin. Und wirklich, da ist ja wirklich der Unterschied, ob das einfach das Verschluck ist, wie man das alle mal kennt, dass man sagt, irgendwie es steckt man was im Hals, man trinkt einen Schluck Wasser oder hustet ein bisschen und dann ist es amme. Da reden wir wirklich vom starken Verschlucker. Also sprich, der Gegenüber kann es eigentlich gar keine Antwort mehr geben, wenn man sieht, du gehst, dass es einfach nur noch außer gehust ist oder sie heben sich wirklich schon so am Hals oder man sieht es dann vielleicht auch schon von der Gesichtsfarbe her. Dass man sieht vielleicht schon in Richtung Blau oder einfach, dass man merkt, okay, na wirklich, da ist eine starke Atemnot da. Wenn das so ist, dann donnert das Baby, also jetzt haben wir zuerst mal Säugling besprechen, nochmal kurz zur Wiederholung, Säugling ist bis zum ersten Lebensjahr, dann wirklich auf eure Schenkelhufe legen oder auf einen harten Untergrund, aber klar, Säugling bietet sich auch auf die Schenkel, da ist einfach am besten in der Hand. Und wichtig, bitte denken an den Kopf, ja, dass der ganz, ganz gut geschützt ist und ganz gut gehebt ist. Wie ihr das hebt, ich hebe das immer gern so, ist ganz egal. Wichtig ist, dass ihr den Kopf gut in der Hand habt, dass einfach nur die Wirbelsäulebindung geschützt ist. Und nochmal, der Kopf ist durch beim Säugling auch recht groß. Ja, also wirklich das bitte gut fixieren, bitte abhängen lassen, wenn ihr die Schwerkraft ein bisschen mitschaffen lassen und wenn es durch abhängt, der Oberkörper geht so nicht raus. Und dann nehmen wir einfach da euren Handballer und tun zwischen die Schulterblätter rein,
fünfmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das darf wirklich schon fest sein. Ja? Nochmal, es schaut nicht schon aus, wenn man das jetzt so sieht, ist mir ganz klar, aber wir haben da wirklich eine Notfallsituation schon. Wir wollen was rauskriegen. Das ist jetzt nicht einfach das Klöpfler, wie wenn man sieht, beim Aufstoß oder so. Also da muss schon mit Druck dahinter sein. Wir wollen das rauskriegen, den Fremdkörper. Wenn wir nach diesen fünf Schlägen merken, da geht nichts raus, da tut sich nichts, dann drehen wir das Baby auf den Tisch. Und wichtig, wirklich auf den Tisch, dass eine harte Unterlage ist. Ich kann es natürlich auf dem Boden machen, aber wenn ich jetzt gerade so sitzt, dann hätten wir es auf dem Tisch. Jetzt weiß ich nicht, Sandra, ist es für dich so geschickt oder soll ich es lieber am Boden machen? Wie siehst du das besser? Das passt. Dreh es vielleicht jetzt einmal so her, dass man es besser sieht. Und da können wir dann heimlich Handgriff nicht machen, weil der Säugling natürlich einfach noch viel zu klein ist. Da machen wir jetzt einfach die Kompressionen, wie wir es bei der Wiederbelebung eigentlich kennen. Das heißt, wir nehmen einfach unsere zwei Daumen und gehen einfach in die Mitte vom Brustkorb rein. Nochmal kurz zur Erinnerung. Linke Brustwarze, rechte Brustwarze. Das ergibt gedacht zur Linie. Und genau in der Mitte drin ist unser kleines Müldile. Und genau dort gehen wir rein und tun fünfmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und entweder kommt es raus, es kommt irgendeine Reaktion von dem Baby. Und wenn nicht, dann tun wir sofort wieder den Wechsel und tun wieder fünfmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und den Wechsel tun wir einfach so lang, bis fünfmal die Schläge zwischen die Schulterblätter und fünfmal die Thoraxkompressionen, die Brustkorbkompressionen, tun wir so lang, bis es rauskommt. Oder wenn es nicht rauskommen sollte, dann wird es in eine Wiederbelebung gehen. Und dann wird es genau gleich weitergehen. Dann wird man wieder unsere zweimal Beatmung machen, 30-mal Brustkorbkompressionen, immer wieder der Wechsel. Aber im Verschlucken versuchen wir es so lang, wie es geht, dann wechseln wir mal 5-mal Schulterblätter, also Schläge zwischen die Schulterblätter und 5-mal die Brustkorbkompression. Und ganz, ganz wichtig, ob ich das beim Säugling mache, beim Kind, beim Erwachsenen, wenn ihr dann heimlich Handgriff machen, ihr müsst das bitte im Spital anschauen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und bitte im Spital auch sagen, wie oft ihr das gemacht habt. Man darf nicht vergessen, gern jetzt, wenn ich so nachher sage, beim Kind oder auch beim Erwachsenen ist es ja dann eh genau dasselbe. Wir gehen ja da wirklich mit einer gehöriger Kraft rein, mit unserer Faust. Und da ist ja der ganze Bauchraum. Und da kann es natürlich auch mal zur Verletzung kommen. Also das ist ganz wichtig, wenn ihr das mal angewendet habt, dass die Person sofort ins Spital kommt und dass man das auch im Spital sieht, dass man sieht, ich habe jetzt den heimlichen Handgriff gemacht. Dass da einfach mal geschallert wird, zum Schauen ist da alles okay. Gut, also beim Säugling wirklich dran denken, wichtig, Oberkörper ein bisschen anhängen, ganz wichtig, bitte den Kopf gut fixieren und 5 Schläge zwischen die Schulterblätter, 1, 2, 3, 4, 5. Wenn da nichts rauskommt, gleich umdrehen und da 5-mal die Kompression, wie bei der Herzdruckmassage. Und dann wäre wieder der Wechsel. Wenn das Kind jetzt älter ist wie ein Jahr, so, dann hätten wir da noch unser Büppchen. Dann haben wir jetzt da den kleinen Unterschied, der aber schon wieder gleich dann ist wie beim Erwachsenen beim Verschlucken. Das heißt, wenn jetzt ich merke, das Kind hat sich ganz fest verschluckt und kann mir gar keine Antwort mehr geben. Und ich merke einfach, das ringt schon richtig nach Luft. Dann machen wir das da auch so. Und das Kind, solange es durch die Größe hergeht, auf eure Schenkel legen und schauen wirklich, dass der Oberkörper ein bisschen abhängt. Das hilft einfach, dass das vielleicht Licht rauskommen kann. Und dann machen wir genau das Gleiche. Da tun wir auch 5 Schläge zwischen Schulterblätter. 1, 2, 3, 4, 5. Und nochmal, es muss wirklich mit ein bisschen Druck dahinter ziehen. Ja? Wir möchten das rauskriegen. Wir werden dem Kind helfen. Wir werden den Fremdkörper rauskriegen. Wenn es nach diesen 5 Schlägen zwischen Schulterblätter nichts hilft oder nichts nachgegangen ist, dann knüllen wir uns beim Kind. Geht das natürlich gut. Siehst du es so, Sandra? Also meine Füße ersetzen jetzt die Füße vom Kind.
Dann täten wir bei dem Kind, jetzt machen wir da den Rumpf, dass ihr besser dazu seht, gehen wir wirklich bei der Hand, bei der Hand vom Kind, da unten durch. Und dann sehen wir da den Bauchnabel. Jetzt gehe ich mit dem Fuß, ob das links oder rechts ist, für mich absolut egal. Gehe ich da oberhalb vom Bauchnabel mit meiner Fuß her. Das heißt, meine Fuß ist genau zwischen Bauchnabel und da Ende von deiner Rippe. Also da, wo alles weich ist. Einfach da her. Und mit der anderen Hand tue ich meine Fuß so umschließen. Und dann tue ich ruckartig. Das heißt, wenn ihr euch das vorstellt, das ist wirklich so eine ruckartige Aufwärtsbewegung. So. Und das erklärt jetzt so, warum ich gesagt habe, bitte lernt das im Spital anschauen. Ja, weil da ist wirklich eine Kraft dahinter. Also ich gehe so ruckartig Aufwärtsbewegung, weil wir werden das ja rauskriegen. Also nochmal Bauchnabel suchen, ob links oder rechts, ganz egal. Oberhalb vom Bauchnabel mit der Fuß her. Da ist die andere Hand und dann ruckartig. Machen wir fünfmal. 3, 4, 5. Wenn es nach der noch fünfmal nicht rausgeht, tun wir sofort wieder 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ist immer der Wechsel. Also 5 heimlich, 5 Schläge. Und nochmal ganz, ganz wichtig, bitte lernt das anschauen. Ja, also wenn man es gemacht hat und der Fremdkörper kommt raus und ich sage, super, es hat geklappt, bitte sofort ins Spital mal das anschauen. Okay? Gut. Gut. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet vorher vom Chat. Okay. Denn, so, jetzt habe ich da mal mit dem Spickzettel weiter, mit dem Büchle. Was wir als Thema noch hätten, bei der akuten Notfälle, wären noch die starken Blutungen. Die täte ich gerne nur noch mal kurz wiederholen, wir haben es zwar schon mal besprochen, aber ist auch ein ganz wichtiges Thema. Bei der starken Blutungen nochmal, wenn ihr die Möglichkeit habt, denken bitte an Händchen. Ja, einfach für euren Schutz. Natürlich, wenn das eigene Kind ist oder die eigene Mama oder so. Ganz klar. Aber es kann auch mal sein, dass sie irgendwo zu euch kommen. Und wenn ihr die im Verbandskasten drinnen habt, dann nehmen sie Video. Ja, es ist einfach ein Schutz für euch selber. Und bis ihr eure paar Sägele, was ihr brauchend gerichtet habt, sagen wirklich zu der Person, ich nehme jetzt gerne immer den Arm her, weil es am besten zum Zorger geht, sagen wirklich, Druck fest auf die Wunde auf und am besten noch den Arm auf mir. Und lasst die Person bitte ja nicht stehen. Ja, also mindestens am Boden sitzen und wenn es gerne mal geht, dann legen das sie gleich an. Wenn es fühlt, die ist schon bodenblass und wird schon so müde, dann sofort anliegen fürs Suchen. Ja, und so mindestens eine sitzen lassen, dass er die ja nicht umfällt. Aber ich sage immer bei starken Blutungen, man kann es gut vergleichen wie mit dem Blutspender. Vielleicht kann sich der eine oder andere besser was darunter vorstellen. Da geht es dem einen oder anderen vielleicht auch einmal nicht so gut. Das gibt es einfach. Wo man einfach merkt, wird man ein bisschen müde, jetzt wird man ein bisschen komisch. Dann legt man denjenigen auch an die Füße auf und es geht dann gleich wieder gut. Also da wirklich dran denken, wenn es eine starke Blutung ist, am allerbesten und am sichersten anlegen und fürs auflagern. Und bis ihr das Zeug benannt habt und dem oder derjenigen einfach noch geht, sagen wir fest auf die Hocke und Hand in Höhe. Durch das tue ich einfach mal das ein bisschen verringern, dass noch mehr Blut verloren geht. Und was wir denn einfach dazu brauchen für einen Druckverband, ist halt einmal, ich jetzt natürlich da vom Verbandskoffer raus, aber den haben wir natürlich nicht immer bei der Hand, ist als allererstes mal irgendetwas, was gut zugeht. Ob das irgend so ein Kompresse ist, was jeder im Verbandsköpfchen drin hat, oder ob das ein Geschirrtuch ist oder ein T-Shirt ist absolut wurscht. Es muss nur etwas sein, was die Wunde gut abdeckt und was gut zugeht. Es geht nur um das. Und wenn ich das hier, dann lege ich das einmal auf. Und solange es dem Kind zum Beispiel noch gut geht, soll es dann auf die Auflage wieder fest aufdrücken. Und dann nehme ich immer meinen Verband her und wickle zwei, dreimal um und dann, wenn ich das umwickelt habe und merke, okay, das hebt ganz gut, tue ich irgendeinen Druckkörper auf. Da kann ich zum Beispiel mir
irgend so ein Mullverbändle, das kennen alle, das ist das weiche Verbändle, zum Beispiel kann ich Uffitur. Ich kann genauso so ein Dreieckstuch Uffitur, kennen da sicher auch alle und haben schon gesehen. Also irgendetwas, was mir einen Druck macht. Blöd gesagt, einfach die Hand jetzt ersetzt von dem Kind oder von mir, wenn ich selber Uffitur hätte. Es geht einfach um das, dass ich einen Druck da oben habe, dass die Blutung einfach gestoppt wird oder verringert wird. Und dann, wenn der Druckkörper oben ist, tun wir das einfach noch gut fixieren und ein paar Mal rundherum wickeln. Und schauen bitte, wenn es eingepackt ist, erstens, wenn es geht, die Hand nicht oben heben. Und ganz wichtig, immer wieder schauen, wie geht es der Person oder wie geht es dem Kind. Kann es die Finger noch gut bewegen? Spürt es das noch? Oder seht es wirklich, es fängt mir vorne an zu bützeln? Ich sage immer, es ist genau das gleiche wie im Winter. Kennt jeder, wenn er raus ist, einfach mit, es fängt die Finger an zu bützeln. Es ist genau das Gleiche, es kommt dann einfach zu wenig Blut im Finger und das fängt auch wirklich weh tun und durch das kommt dann auch das Kribbeln. Oder wenn ihr seht, die Hand wird wirklich so dunkelrot, dann ist es schon Abbindung. Ja, dann geht es in die Richtung. Dann bitte lösen, wenn ihr wirklich seht, ihr Hirn ist zu fest gebunden, lösen und dann tun ihr nur noch mit eurer Hand manuell abdrucken. Ja, und genauso, wenn ihr seht, bei dem Verband, das blutet durch, nicht aufmachen oder nochmal drüber, dann und dann nur noch fest aufdrucken. Also nichts mehr aufmachen oder nochmal drüber. Nein, wenn ihr seht, es blutet durch, dann drücke ich mit meiner Hand weiterhin auf, bis die Rettung kommt. Und wenn möglich, bitte die Hand auf mir. Und genauso, wenn ihr seht, tut die Hand schon ganz anders aus. Sie wird dunkelrot, es bützelt oder es ist vorne kalt. Dann habe ich das schon viel zu fester Verband oben. Dann wirklich lösen und dann mit dem irgendwas Saugfähigem die Wunde aufdrucken und dann und ihr mit eurer Hand das fest aufdrucken. Weil wir sollten auf jeden Fall bitte nicht abbinden, ganz wichtig. Und bei der starken Blutung kann ich denken, dass ihr die Person einfach anlegen, fest Füße auf und nochmal redend mit den Leuten, denken an die Basismaßnahmen. Und so jemand kann wirklich kalt sein, das nicht vergessen. Ja, alles, was so mit Kreislauf, mit Schock zum tun hat, dann kann eisig kalt sein, auch wenn wir das Gefühl haben, es ist wirklich Badewetter. Darum reden mit einem, dann wissen es. Gut? Gut. Also wie gesagt, das ist immer so der Idealfall. Ich habe es mir jetzt für heute mal hergelegt, aber das hört man nicht immer bei der Hand, das ist mir ganz klar. Und dann nehmen wir einfach irgendwas. Irgendwas, was sugert. Ob das ein T-Shirt ist, ob das ein Handtuch ist, ob das ein Geschirrtuch ist. Ganz egal. Es muss einfach mal etwas sein, was sugert und dann gleich wieder fest aufdrucken. Ganz wichtig. Und einfach wichtig bei so einem Druckverband ist, dass er da wirklich immer drauf schaut. Kann man das noch bewegen? Spürt er das überhaupt selber noch? Oder ist das von der Haut vielleicht schon ganz anders wie die andere, wie die gesunde Hand? Also da wirklich immer bitte drauf schauen. Und jemand, der viel Blut verliert, in kurzer Zeit, also der kann so wirklich kreislaufmäßig nicht mehr gut gehen. Denken da wirklich dran. Am besten anlegen und gleich Füße rauf. Da haben wir dann schon viel geholfen. Okay. Ja, mehr oder weniger hätten wir jetzt eigentlich da im Schnelldurchlauf einmal die Notfälle alle durch, die akuten Notfälle. Ja. Ja. Haben wir alles geschafft, ist natürlich jetzt wirklich schnell durchlauf gewesen. Ja, ich möchte mich eigentlich bei euch allen auch bedanken. Das waren für Sandra und für mich, glaube ich, zu sagen, einfach vier ganz, ganz lässige Vormittage. Es hat mich auch gefreut, das einmal so vortragen zu dürfen. Und ja, es würde mich vor allem sehr freuen, wenn ich vielleicht der eine oder andere mal in den Kurs begrüßen dürfte. Wie gesagt, wenn Fragen sind oder so, ihr könnt jederzeit Landesverband Hober in Feldkirchen E-Mail schicken oder anrufen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich Kurs oder sonst irgendetwas. Würde ich einfach freuen. Und ja, ich wünsche euch allen eine ganz, ganz gute Zeit und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.